Oh, der Reiz. Naja, der Reiz ist eigentlich der, dass so das Kino angefangen hat eigentlich auf Plätzen, Marktplätzen als Sensation und... Heute lernen wir den Mobiles Kino e.V. kennen, ein Verein, der das Kino Plenier verlegt hat. Außerdem erfahren wir etwas über die Geschichte des Kinos. Vor uns liegen 177 Jahre Kinogeschichte. Beginnen wir im weit vergangenen Gestern. Film ab. Die Geschichte des Kinos begann auf handelsüblichen Jahrmärkten. 1838 erfand der englische Wissenschaftler Sir Charles Wheatstone sozusagen die erste 3D-Brille. Dank ihm erblickten die Augen der damaligen Zeit die Welt in der dritten Dimension. Das Stereoskop war geboren. Ein Hingucker, aber noch rein analog. 1878 entwickelte Edward Muybridge das Zoopraxiskop und schaffte es erstmals, die Bilder zu verflüssigen. Woher das Zoo kommt, weiß ich auch nicht. Eventuell, weil man damit rausfinden wollte, ob Pferdchen im Galopp immer Bodenhaftung haben. Nachdem Thomas Edisons Chefingenieur Will Dixon 1890 eine der ersten Kameras erfand, Kinematograph, musste ein Abspielgerät her. Meister Lampe höchstpersönlich besuchte seinen Zeitgenossen Muybridge und begann aus dem Zoopraxiskop das Kinetoskop zu entwickeln. Wieder konnten die faszinierten Menschen die wundersam bewegten Bilder in sogenannten Peepshow-Boxen auf Jahrmärkten bestaunen. 1895 erschuf die Familie Woodwill das Panoptikon. Damit waren sie gar nicht so sehr auf dem Holzweg, sie initiierten sozusagen die erste Kinovorstellung. Zahlenden Gästen wurden erstmals lebensgroße Bilder in einem extra Raum kredenzt. Im selben Jahr konnte man in einem Berliner Lokal die bewegten Fotografien via Max Kananowskis Bioskop bewundern und das Ganze nach dem Varieté-Programm. Hoho! Währenddessen ließen die Gebrüder Lumière im Pariser Grand Café einen Zug in den Bahnhof einfahren. Cinematograph hieß ihr Kasten. So verbreitete sich der Film in Gasthäusern, Hotels und auf Jahrmärkten. Im Jahr 1900 lief dann der erste Tonfilm, 1907 tourten die ersten Wanderkinos, 1909 folgte der erste Farbfilm, A Wizard to the Seaside, 1915 der erste Blockbuster mit The Birth of a Nation, so zog der Film in das Lichtspieltheater ein. Ja und heute? Heute feiern wir eine kleine Renaissance. Der Nürnberger Kinoverein Mobiles Kino e.V. hat das Kino zurück nach draußen geholt. Der Cineast ist geladen, Filme, frische Luft und die offene Atmosphäre zu genießen. Also, mein Name ist Ute Schreiner, offizielle Berufsbezeichnung. Also im Endeffekt das Festivalorganisatorin, aber ohne Liebe zum Film geht's. Ja, wird es, glaube ich, nicht so viel Spaß machen. Der Verein ist für seine Themenabende bekannt. Am heutigen Abend sind einige Foodtrucks anwesend, passend zum Film Kiss the Cook. Das war gar nicht so einfach. Also die Idee ging von den Foodtrucks aus, weil die den Film auch mit beworben haben an ihren Foodtrucks. Und hat man auch, kriegen wir das nicht hin? Und wir haben zu den Verleihern genauso den Kontakt wie alle anderen Kinos. Bloß bekommen wir als Open-Air-Kinos normalerweise die Filme nicht zum Bundesstart. Also ich habe da schon ein bisschen mit dem Verleih verhandelt, dass es klappt, dass wir das als Preview zeigen dürfen. Also ja, da musste man schon ein bisschen reden. Wer weiß, wie sich das Kino in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Der Mobiles Kino e.V. braucht längst keine überteuerte Technik, um die Gäste anzulocken. Bei dem Kinoabend im Freien zählt das Erlebnis, die Atmosphäre und der Film.